Fußballfreunde, ich war beim Champions League-Spiel Dortmund gegen Sevilla zu Gast. Aber bevor das Spiel losging, hatten wir im Dortmunder Trainingsgelände noch die Chance, unsere Skills zu zeigen. Und Freunde, guckt's euch an, das habe ich getan. Gut, und dann musste der gute Dia natürlich noch mit einem Rabona nachlegen. Und dann ging es auch schon ins Stadion. Wir haben uns den Bauch vollgefressen und etwas über Gott und die Welt gequatscht. An dieser Stelle kurzer Shoutout an Philipp und Dennis von Boss Vienna und natürlich an Dia. Einfach mega korrekt, die Jungs. Kuss geht raus, Freunde. Also ich muss zugeben, das Stadion, das ist schon beeindruckend, Freunde. Aber das schönste Stadion und die besten Fans haben immer noch wir Schalker. So muss das sein, Freunde. So muss das sein. Und dann wurde gesungen, You'll Never Walk Alone. Und das für euch einfach zum Genießen, Freunde. Was hat er denn hier eigentlich für einen wilden Luftballon am Start? Und jetzt betreten die Gladiatoren den Platz, Freunde. So, ich bin gespannt, wie das Spiel ausgeht. Wird mein Tipp 3:0 für den BVB? Ja, auch wenn mir ein Sieg für Sevilla deutlich lieber wäre. Ja, Mann, ganz wichtig, noch die letzten kleinen Sprints und kleinen Sprüngchen machen, sonst bist du nicht auf dem Fußballplatz. Und die Dortmunder geben ihre Jacken ab, da kann sich der Zeugwart aber jetzt mal warm anziehen. Und Freunde, wir sind hier direkt neben den Sevilla-Fans und, naja, da gibt's schon Auswärtsfans, die eine bessere Stimmung machen, muss man zugeben. Die Sevilla-Spieler waren dann schon wieder bereit, er hier macht noch den Monstersprung und jetzt ist auch Dortmund bereit. Und Daniel Malen läuft da einfach und da hatte man das Gefühl, Junge, er will aus dem Stadion rauslaufen. Geht los, Anstoß, und dann gucken wir mal, was die Dortmund-Fans jetzt abreißen werden. Jetzt vielleicht, erste Chance für die Dortmunder. Ja, gut, das war wenig. S04. Dann wurde Jude Bellingham umgeräumt und Macau denkt sich einfach nur so, ja, shaken Sie mit dem Mitspieler und weglaufen. Und Bellingham hatte einfach Angst, dass er sich nachher noch mit mir treffen musste. Ja. Verstehe ich. Und in der nächsten Situation macht der Sevilla-Spieler den Neymar und rollt sich über den halben Platz und Gerüchten zufolge soll er sogar immer noch rollen. Ganz, ganz klar, ich war in meine Augen. Adeyemi, jetzt vielleicht... ja, okay. Ist bislang noch nicht das Spiel von Karim Adeyemi, aber ja gut, das wird sich schon noch ändern. Sevilla, Rakitic. Ivan. Komm, rein. Natürlich nicht. Dann ist Makar raus und hat ein Stückchen Papier dem vierten Offiziellen gegeben. Der hat es einem Sevilla-Mitarbeiter gegeben. Der hat es dann einem anderen Sevilla-Mitarbeiter gegeben. Und der ist da gestanden und hat gefragt, jo, was mache ich jetzt? Damit die anderen so, ja, Digga, keine Ahnung, Mann. Und dann fiel das 0:1. Und nach außen war ich ruhig, aber innerlich hab ich mich schon gefreut, Freunde. Und kurz davon geträumt, dass Sevilla der FC Schalke 04 wäre. Naja. Und dann wurde fast Karim Adeyemis Karriere beendet, denn guck mal, wie er hier vom Sevilla-Spieler einfach eiskalt hops genommen wird. Und was war da hinten eigentlich mit Thomas Meunier los? Kann mir das mal jemand erklären, bitte? Und Adeyemi hat dann auch schon wieder Stress gesucht. Ohne Spaß, der hat, glaube ich, mehr mit dem Schiedsrichter gesprochen, als mit irgendwelchen seiner Mitspieler. Und dann kam diese Aktion hier. Vielleicht, nee. Sevillas Torwart wurde wegen Zeitspiel ausgepfiffen und der dachte sich dann so, ja, das ist mir noch extra viel Zeit. Ja, die geben ihm die Aufduell. Jetzt vielleicht, nee. Die Fans sind dann kurz ausgerastet ein bisschen.
Dann lag ein Servierspiel auf dem Boden und wer ging zum Linienrichter? Richtig, Karim Adeyemi, der suchte schon wieder Stress ohne Grund und der Schiedsrichter pfiff dann zur Halbzeit. Junge, die sind alle schon in der Kabine und der Sevilla-Verteidiger liegt einfach noch immer auf dem Platz. Was ist denn da los? Erst, die haben sogar BVB-Eis hier. Oh, schau mal. Wie ist das Eis? BVB. Geisteskrank. Also schmecken tut's geil, aber das hier, das stört mich ein bisschen. Aber wenn man es so umdreht, dann passt das. Dann noch eine Kaffeeerstärkung und dann ging's auch schon wieder los. Und mein Schritt, der lebte gefährlich. Eiskalt und feurig heiß. Junge, Junge, Junge. Zurück zu Brand, Julia. Oh. Freunde, ging gleich gut los und dann hatte Niklas Süle auch noch diese Volley-Chance hier. Und dann passierte erstmal nix. Gregor Kobel wurde so kalt, der musste zwischenzeitlich nur noch Sprünge machen, um irgendwie warm zu bleiben. Und dann wieder mal eine Chance für den BVB. Ja, besser wurde es dann eigentlich fast nicht mehr. Aber gut, ich habe einfach meinen Kaffee genossen. Und falls ihr euch jemals gefragt habt, ob Mats Hummels seine Schnürsenkel selber binden kann, Antwort, ja, kann er. Aber auch Sevilla hatte Chancen, zum Beispiel diese sehr gefährliche hier. Ah. Zu diesem Zeitpunkt war das Aufwärmprogramm der Sevilla-Ersatzspieler einfach deutlich interessanter als das Spiel. Dann kam BVB-Youngster Youssoufa Moukoko in die Partie und ja, vielleicht konnte der ja nochmal was reißen. Aber zunächst Sevilla mit der Großchance, den muss er machen! Und ja, den macht er schlechter als ich. Und er hier hat sich vermutlich auch den Livestream von dem anderen Champions-League-Spiel an diesem Abend aufgemacht. Ja, verständlich, denn das Spiel, das war echt nicht gut, Freunde. Und auf einmal Minute 70, ja, musste Gregor Kobel tatsächlich in diesem Spiel auch nochmal eingreifen. Er konnte selber nicht fassen, aber hat er gut gemacht. Ja, und recht viel ging nicht mehr. Dieses Schüsschen hier noch von Guerrero, gut, kein Problem für den Torwart. Oder dieser unfassbar schlecht getretene Eckball vom FC Sevilla. Ah, und zurück zu den Sevilla-Ersatzspielern. Die machen scheinbar jetzt ihren Freischwimmer. Ja, gut, auch in Ordnung. Dortmund-Fans merken, hey, die Jungs brauchen nochmal unseren Support und haben echt alles gegeben. Aber der Kopfball von Dortmund war dann halt eher nicht so prickelnd. Gregor Kobel hatte dann endlich mal Gesellschaft, hat sich mit Mats Hummels und Erik Lamela unterhalten und die beiden vermutlich zum Essen eingeladen. Aber Hummels und Lamela haben dann auch noch so eine geheime Absprache gehalten. Macau wollte von einem Mitspieler ein High Five, hat keins bekommen und hat die Hand dann einfach wieder runtergemacht. RIP. Aber Sevilla gab nochmal alles und wollte es wissen und dann kam diese Fackel! Ja, natürlich ging die irgendwo hin. Das Ding ist halt nicht schlechter als Schalke, immerhin ein Abschluss. Und die letzten Minuten lagen die Sevilla-Spieler eigentlich nur noch am Boden und wurden vom gesamten Stadion ausgepfiffen. Aber hier, bitte, ein kleines Best-of. Vier Minuten Nachspielzeit. In der Nachspielzeit gab es dann Tumulte zwischen Sevilla-Fans und Dortmund-Fans und die letzte Chance für den BVB und ja, verpasst. Und dann war das Spiel vorbei und wir alle dachten uns, Junge, was war das für eine schwache zweite Halbzeit? Für ihn hier war es trotzdem Grund genug, jetzt das Konfetti zu schmeißen. Keine Ahnung, warum eigentlich. Aber dann kam der große Moment nach dem Spiel. Ich durfte Jude Bellingham treffen. Liebe geht an dieser Stelle auch raus an Tops, die das möglich gemacht haben. Danke, Männer. Ich habe also kurz ein Foto mit ihm gemacht, eine Unterschrift geholt, kurz mit ihm geschnackt, ob er denn auch Schalke mag. Ja, so nee. Und ja, das war's dann. Gute Nacht Dortmund. Beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich im Revierderby.